Und die Muffe werde ich die Hälfte wegschneiden. So, ich werde diese Muffe nicht auseinanderschneiden. Einen alten Wasserhahn gefunden und den probiere ich, ob ich das jetzt da verwenden kann. Diese drei Rohre werde ich jetzt verwenden für die Düse. Das ist das 8 mm Kupferrohr mit dem Verbinder. Passt da schön rein. Und in dieses Rohr werde ich dann, kommt das hinein und das wird dann die Düse. Jetzt ein bisschen reinigen. Jetzt kommt der Lötpaste drauf. Ein bisschen vorwärmen. So eine Zulette am Kupferrohr. Mit der Verschraubung, dann ist der Konus. Also den brauchen wir. Dann diese Scheibe. Die Dichtung brauchen wir innen an und für sich nicht. So, jetzt den Konus, dann die Pellerscheibe und jetzt kommt, nimmt man einen Doppelnippel, kann man mit der Hand bzw. dann mit Schlüssel festziehen. Da haben wir jetzt die Düse. Kommt jetzt da herein. So, und jetzt kann man es dann rausziehen. Und dann wird es da abgeschnitten. Und da kommt dann noch einmal das kleine Kupferrohr, wie dann am Einleiten, damit den Schlauch anschließen kann für die Luftpumpe. Gut. Also was nicht passt, wird passend gemacht.
Salat. Passt schon. So, und jetzt werden wir es zusammenbauen. Auf dieser Seite kommt einmal die Düse rein. Das haben Sie schon mal angeschaut. Und jetzt kommt auf der gegenüberliegende Seite, nimmt man einen Bogen und dieser Deckel, das ist von einem Gurkenglas, muss ich mal eine Verstärkung rein machen. Das nimmt man einen Doppelnippel, eine Muffe, diese Verschraubung und da kommt jetzt die Muffe rauf. Und die Düse muss jetzt da so weit reingehen, also etwa so 5 mm soll es reinschauen in dieses Rohr. So. Und dann wird das da festgezogen. So, die Düse schaut da in dieses Rohr so 5 mm rein. Ich glaube, da kann man es ganz gut erkennen, so. So, und das ist jetzt der ganze Umbau zum Kalträuchern. Mal Kettenofen, kommt mit der Deckel drauf. Habe ich auch aus Eisen, aber ich probiere es jetzt gerade mal mit Holz. Jetzt müssen wir testen, ob das funktioniert. Da kommt jetzt unser Generator drauf, ein bisschen also Wetterung gebaut. So, und jetzt kommt der da kommt jetzt das Rohr raus und die wollte ich dann in die Sölkern anschließen. Der Unterschied ist zwischen 6-Späne, wenn man räuchert. Das ist also ein Sägemehl. Das ist also ganz was Feines. Wo ist eigentlich da gerade jetzt ein Räucher? Generator hat man dann relativ grobes. Also die sind glaube ich zwischen 3 oder 4 bis 8 cm diese Körnung. So, das kann ich jetzt da einfüllen. So schaut normal der Generator aus, eben genauso diese Anschlüsse und unten wird man dann
so etwa 12 mm Loch ein und dann zusammen für sich das gleiche. Aber ich würde das Ganze probieren mit diesen Raketenofen. Ob es funktioniert, das werden wir jetzt gleich sehen. Da muss ich jetzt die Luftpumpen anschließen und dann testen das Ganze. So, und jetzt versuche ich mal zum Starten. Das ist natürlich jetzt der Unterschied. Ist komplett kalt, dieser Rauch, gegenüber mit dem Sparbrand. Also da verschiedene habe ich jetzt auch gerade einen drinnen. Da wird es also eher bald ein bisschen zu warm. Und das ist jetzt der Vorteil. Also da habe ich Silberfolie reingegeben, weil da hat es zuerst ein bisschen rausgebracht und das kann ich jetzt dann da mit der Luftzufuhr kann ich da ein bisschen regeln, weil normal bohrt man seitlich ein Luftloch links und rechts rein, aber ich glaube, dass das mit den Raketenofen tagelos geht und dann steht er nebeneinander, nicht nur fünfmal zum Grillen im Sommer, und die kann ich jetzt zum Räuchern verwenden. Also über Sicht funktioniert das tagelos. Ich habe am Anfang befürchtet, dass da recht raus vielleicht, dass da der Rauch kommt. Aber wie man sieht, ist da überhaupt nichts. Und das Kondenswasser sammelt sich dann alles in diesen Behälter. Ich habe eben nur dieses Gurkenglas gehabt, jetzt habe ich das hergenommen. Und zweitens, ich habe das eigentlich alles mit Gewindeverschraubungen. Normal hätte ich das geschweißt. Aber damit man sieht, damit man auch ohne Schweißgerät sowas genauso machen kann. Im Kupfer wäre es vielleicht 22 mm eher noch einfacher. Aber das habe ich alles in einem Baumarkt gekauft, diese Muffen und so weiter. Und aber wie man sieht, das funktioniert tadellos.